Herzlich willkommen zu einer Folge der Karte Grimmage. Wir werden anfangen mit Holzfräsen. Dazu holen wir mal die Holzfräse. Die haben wir beim Sägewerk. Praktisch um die Ecke. Ja, da kann ich anhängen, das ist das Kettende. So, da fahren wir hin und holen wir den mal. Da hängen wir gleich den Anhänger an, damit wir die Reste noch verwerten können. Und der eine oder andere Baumstumpf ist ja dann höher. Bisschen. So, jetzt fahren wir da, wo wir schön geholzt fahren. An dem Ende jetzt noch nicht, die vordere machen wir später. Wenn wir den anderen Wald auch gemacht haben. Wir werden noch ein bisschen Holz machen und zu unserem Sägewerk liefern. Und die kleinen Reste machen wir weg. Aber sie ist laut. Und ich bin gut zu hören. Ich muss gut zu hören, weil die Musik muss aufpassen. Und der Zaun von den Maschinen müsste eigentlich auch gut sein. Man ja gleich Probe hören machen, wenn ich kurz Pause mache. Die erste Folge muss ich mal durchziehen. Kontrolle machen. Das ist so eine Sache, wenn man nicht zu leise macht, ist blöd. Und zu laut ist auch nichts. Wer hat denn hier alle Dinger stehen lassen? Und so hoch. Also ist noch nichts erntereif. Die Tiere sind gut versorgt. Wir müssen noch sehen, dass wir noch einen Stall bauen. Das heißt, müsst einer noch ein bisschen Geld verdienen normalerweise. Aber wenn das Sägewerk produziert, dann können wir später ein bisschen Leerpaletten verkaufen, OBS, Bahnplatten. Also das können wir nicht verkaufen. Das haben wir nämlich auch schön auf Lager. Beziehungsweise das produzieren wir gerade. Müsste eigentlich was da sein. Weil die Nacht hat entsprechend gut gelaufen, Portion. Letzte Aufnahme ist jetzt wieder eine Woche her. Das heißt, wir müssen reinfinden. Müdend hier, aber also können wir auch Dings fahren, ne? Mit Lenkrad, ne? Dann brauchen wir ja nicht mit Natur und quälen.
Ist doch schon weg. Ja, die Stunden sind ein bisschen blöd. Aber das muss ja sein, nutzt ja alle nichts. Ich bin auch nicht begeistert von den Dingern. Aber hinterher, wenn man die ersten Bäume wieder fällen muss, dann oder will, dann stehen die einen im Weg. Das ist im Allgemeinen ungünstig. Jetzt wenn man entsprechend was machen will, hups, stoppen. Dann fällt man neue Bäume, steht die wieder im Weg, stoppen, und dann haben wir noch die alten dazu. Dann kann man ja gar nicht mehr rühren. Spätestens dann, wenn man mit dem LKW reinfährt, ist uns ärgerlich. Na, geh ich schon weg. Ein paar sind, ne? Ah, hier waren noch Bäume. Mal schauen, was das Sägewerk macht. So, Sägewerk. Heutrocknung. Ob hier alles läuft. Ach, hier ist schon gewesen. So, Holz haben wir noch 92.000. Palette haben wir. Oh, das ist wirklich gut. Hackschnitzel. Ja, hier können wir verkaufen. Das macht euch mehr Spaß. Mal gucken, wo unser LKW ist. Da ist der Anhänger. Vorne sicherlich, glaube ich. Das mit den Tieren. Wir brauchen nämlich nachher irgendwann auch einen Stall für unsere neuen Ferkel, die dann bald kommen werden. Also morgen müssten die dann kommen. Aber wäre bald die erste Silage reif sein. Das kommt dann auch. Dann können wir auch über das Silagegeld verdienen. Und Nacht ein bisschen jedenfalls. Nicht so viel, aber ein bisschen. Und dann morgen den Rest. Und dann wieder alle. Jo, Kuh melde dich. So, ab zum Sägewerk. Müsste man so viel haben, dass wir sagen können, wir können jetzt eine Ladung Paletten verkaufen und eine Ladung OBS-Platten und eine Ladung Dings da. Und den Hackschnitzel werden wir später in Dings reinfahren. Im Pelletsfabrik. Denkt mal, die werden wir auch noch erweitern. Ne? Gras muss noch wachsen und die andere Wiese muss auch noch wachsen. 36 ist vor allem reif, aber das kann auch immer öfters werden.
Irgendwie werde ich müde. Das ist 3 Uhr, das ist ungünstige Zeit. Aber normalerweise. Und dann, wenn ich zur Ruhe komme. So, man garantiert den Modus ändern. Ausschalten. Dann können wir es ändern. Der Rundballen kriegen wir jetzt nicht. Holzpaletten müssen wir jetzt auch nicht. Pellets. Gut, das passt. Ja, Holzstammpalette, ja. Achso, hier, ah nee, nee, das habe ich gar nicht. Aber Leerpalette. Maximum. Ach, erzeugen. Sollte jetzt voll sein. So, haben wir noch Hackschnitzel, dann haben wir noch OBS. Wetterpaletten. Aus. Diese aus. Das wollten wir mal alle aktivieren. Und 4 Holz haben wir eh nicht mehr. Dann werden wir mal sehen. Ach, die können wir dahin auflaufen. So. Schalten wir ein. Dann brauchen wir noch was. Da stehen 2, 2, 5 ungefähr. Fünf Stück. Schätze ich mal 5, 5. Könnte einer zu viel sein, aber einfach weg. Beziehungsweise haben wir viele produziert. Achso, ja, genau. Da wollten wir gar nicht rein. Vielleicht bin ich etwas zu müde. Dann mache ich mal eine kurze Pause. Gerade angefangen. Dann nützt ja alle nichts, ne? So, der ist voll. Und dann haben wir den Rest nachher. Mit anderen Zeug holen, dann werden wir einige hunderttausend verdienen. Können wir uns den Rest ja leisten. In Anführungszeichen. So, auf geht's. Ich brauche nämlich. Wir brauchen nämlich genau genommen 3 Schweineställe. 3. Nach meiner Hochrechnung brauchen die Schweine ein Dreivierteljahr Realzeit, um entsprechend ausgewachsen zu sein. Ungefähr. Lass es nur noch mehr sein oder weniger. Da auch gerade noch an. Also ungefähr heißt, alle Vierteljahr rechnen wir jetzt aktuell mit Verkaufen.
Also ein Schlachthof. Das heißt, jetzt kriegen die gerade welche. Und wenn die alle Vierteljahr ungefähr Ferkel bekommen, dann müssten wir alle Vierteljahr die Ferkel ausstallen und entsprechend einen neuen Stall einbringen, damit wir nicht durcheinander kommen mit Verkaufen her. Muttertiere sollen wohl 6,6 Jahre alt werden. Gut, rechnen wir 5 Jahre. Ich sag mal, wir haben jetzt Jahr 1. Der Baumarkt ist hier. Das heißt Jahr 1. Wir haben jetzt gerade mal Mitte Sommer. Lass uns in der Woche 2 Tage schaffen. Das heißt, eine Woche, 2 Tage, das macht im Monat macht das dann 8 Tage. Das heißt, eine Jahreszeit im Monat plus noch ein Teil dazu, sagen wir so. Ungefähr gut eine Jahreszeit. Das heißt, wir werden jetzt, sagen wir Mitte Sommer, Dezember, ist ja fast rum. Fast. Das heißt, im Dezember schaffen wir noch bis in den Herbst. Ja, dann haben wir im Frühjahr Monat. Ja, Vierteljahr. Ja, 6 Jahre schaffen, denkt man nicht. Nur die größten Optimisten würden das schaffen. Also, die Schweine kriegen wir, glaube ich, nicht tot in der Zeit bis zum LS 21. Denn wenn der kommt, möchte ich gleich mitspielen und die neuesten Karten halt versuchen. Ne? Ich meine, hier die Marsche dann bald brauchen, also das ist ja halt so. Ne? Aber er ist ja ziemlich zügig und wenn die keine großen Umstellungen vornehmen, das heißt, dass man sich immer nicht neu angewöhnen muss, dann ist es vielleicht früher fertig, als man denkt. Gut, Produktion und so. Das werden wir nicht kriegen so schnell, ist klar, ist ja auch, muss ja auch gemacht werden. Wir können bei die froh sein, wenn wir jetzt näher die Multifrucht haben und die entsprechenden Lager dazu. Aber wie gesagt, das ist noch lange hin. Wir haben jetzt gerade mal Dezember, den halben Dezember ungefähr, nicht ganz. Und daher würde ich gar nicht so lange vorausplanen mit Schweinen, also 5 Jahre. So dass wir alle, naja, 5 Jahre schon so lange, ne? Und 3 Folgen pro Tag ist, glaube ich, extrem viel und zu viel, glaube ich. Und das wollen wir dann auch nicht antun. Ist auch zeitlich für mich dann schwierig. Irgendwann näher und muss alles bearbeitet werden. Weil ich da mal was finde, was schneller geht. Ja, okay. Aber aktuell sehe ich das noch nicht so. So, das ist mal die erste Folge euch. Danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss auf dem Weg. Ciao, ciao. Ich wünsche euch einen schönen Samstag und morgen ist ja Advent, falls ich den mal vergessen sollte für Sonntag. Ich wünsche allen einen schönen dritten Advent. Ne, dritten nicht, da wäre schon der vierte. Entschuldigung, der vierte Advent. Genau. So, das soll es erstmal für die heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Tschüss und bis dahin. Tschüss.